Das Volksbegehren rettet die Bienen in Bayern war ein großer Erfolg. 1,7 Millionen Menschen haben es unterstützt. Dies heißt, sie legen Wert auf Artenschutz und eine intakte Natur. Deshalb beraten wir diese Woche dieses Volksbegehrensgesetz, aber auch das Gesetz für Artenvielfalt, unser Versöhnungsgesetz. Wir wollen damit erreichen, dass der Volksgesetzgeber zum Zug kommt und seine Pläne umsetzt. Wir werden dies aber noch verbessern und zusätzliche Maßnahmen beschließen. Uns kommt es darauf an, dass wir die Maßnahmen zusammen mit unseren Bäuerinnen und Bauern umsetzen und dass wir erreichen, dass die Landwirte, die ja die Leistungen zu erbringen haben, für den Ertragsausfall auch Ersatz bekommen. Wir werden zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen, wir werden zusätzliche Anreizprodukte starten, wir werden schauen, dass dieses Volksbegehren, das gute Ansätze hat, am Ende noch weiter verbessert werden kann, zusammen mit den Initiatoren, aber auch zusammen mit unseren Bäuerinnen und Bauern.